Die Lyrier hatten das Herz Iskids erreicht. Alles, jeder Ast, jeder Halm hing voller Egel und Zecken. Ihre geschwollenen Abdomen glänzten rot im Nebel. Die Luft war so verdorben, dass sich Mewe der Kopf drehte. Sie hielt an einem moosbedeckten Felsen an und drückte die heiße Stirn ins kühle Moos. Ihre Soldaten zogen vorbei, bleich, schmutzig und erschöpft. Sie wollte ihnen etwas Ermutigendes sagen. Stattdessen hustete sie ungesund. Plötzlich entstand ein Geplätscher, schweren Regentropfen ähnlich, die auf Wasser trafen. Als die Königin den schweren Blick hob, sah sie, wie das Ungeziefer anscheinend auf Befehl in die Brühe sprang und ungeschickt auf ein totes Erlengehölz zuhielt. Mewe wusste sofort, wer hinter den Bäumen lauerte. Gernichora. Iskids Herrin, Iskids Königin. Waffen bereit! Rief die Königin. Reihen schließen! Die Lyrier sammelten sich rasch und bildeten einen Schildwall. Entsetzt sahen sie eine Unmenge Augen in den Erlen leuchten und ringsum erhoben sich schlammige Ekelhaftigkeiten aus dem Wasser. Mewe betete stumm. Gesegnet seist du, Melitele, große Mutter, Jungfrau und altes Weib, die du uns behütest. Bleibt voller Hoffnung. Auf die Nacht folgt immer der Morgen. Die Armee ist kein Platz für Leute wie mich. Herrin, diese Parasiten, sie saugen ihr Blut. Das könnte jetzt wehen. Verliert nicht den Kopf. Schnell wendet sich das Blatt. Oh.
Ich werde das Schulgeld nie begleichen können. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Diese Bestien können sterben. Sie können besiegt werden. Wieder und wieder und wieder. Rüstung wird Ihnen nicht helfen. Lyrian! Ein Bolzen, mehr brauche ich nicht. Es ist offenbar tot. Mewe erinnerte sich später kaum an die Schlacht in Iskit. Sie kam ihr wie ein Albtraum vor, mit verschwommenen Details, aber höchst realen Eindrücken. Wie ein verzweifelter Kampf im Nebel gegen eine Plage, die von allen Seiten auf sie eindrang. Endlich kehrte Ruhe ein. Das Ungeziefer war verschwunden und Gernichora lag blutbedeckt und reglos im fauligen Laub. Sie war immer noch ein furchteinflößender Anblick. Verbrennen! Keuchte Mewe. Und weiterziehen! Die Soldaten blickten hektisch zwischen ihr und dem Monster hin und her. Mewe brauchte einen Moment und begriff dann, sie fürchteten es immer noch und wagten sich nicht heran. Sie konnte den Befehl wiederholen, dann würden sie ihn ausführen. Aber sie überwand ihre Abscheu, trat selbst zu Gernichoras Leiche und steckte sie in Brand. Bald war die Luft erfüllt vom erstickenden Gestank versengter Haare und verbrannten Fleisches, und Funken sprangen, wo geschmolzenes Fett in die Flammen tropfte, bis schließlich nichts mehr als verkohlte Knochen von der blutigen Herrin verblieben war. Die Lyrier setzten ihren Marsch zum Ufer der Yaruga fort. Sie zwangen ihre müden Beine, das schnelle Tempo beizubehalten, und warfen keinen Blick zurück. Thank you.
Der Quartiermeister kam mit unangenehmem Bericht zu Mebe. Herrin, uns gehen die Lebensmittel aus und die Dörfler haben nicht genügend übrig. Die Königin entsandte Späher zum Erkunden, ob Jagdlager, Imker, Bergleute oder sonst jemand zugegen war, mit dem man handeln konnte. Abends waren drei der Späher nicht zurückgekehrt. Zuerst fürchtete Mewe Monster oder Nilfgaarder. Dann erfuhr sie, dass die Späher ihre Habseligkeiten mitgenommen hatten. Ermutigt von der weichen Hand der Königin bei Deserteuren, hatten sie sich ausgerechnet, dass es einen Versuch wert war. Mewe fand nachts keinen Schlaf, vor Kälte, Hunger und Zorn. Die Erlen wachsen hoch und dick in Isgid. Ihre Kronen verdunkeln den Himmel. Wenn ein Sonnenstrahl hindurchdringt, wird er vom dichten Nebel darunter verschluckt. Der Sumpf liegt in stetem Zwielicht, in dem einen schnell das Gefühl für Zeit und Richtung verlässt. Als die Lyrier weiterzogen, fing es in den Bäumen plötzlich an zu leuchten. Sie starrten mit offenen Mündern. Eine glühende Kugel hing pulsierend und summend über dem Wasser. Sie umkreiste die Soldaten, entfernte sich, schien zu warten. Das ist ein Irrlicht, flüsterte einer der Soldaten. Es scheint uns etwas zeigen zu wollen. Mewe wusste, dass Irrlichter trügerisch waren und einen in Fallen locken konnten. Warum sie dennoch beschloss, dem Licht zu folgen, wusste sie selbst nicht genau. War es Neugier? Auch ihre Soldaten schienen begierig. Hinterher, aber vorsichtig! Waffen bereit! Das Irrlicht führte die Lyrier einen gewundenen Pfad entlang. Mewe beäugte die Umgebung misstrauisch. Ihr stand der Schweiß auf der Stirn, doch ihre Ängste erwiesen sich als unbegründet. Am Ende des Pfades fanden sie die Überreste einer Karawane. Die Wagen waren verrottet, halb versunken und offenbar schon viele Jahrzehnte dort. Vergoldungen und Fetzen gediegener Gewänder verrieten, dass es sich um einen sehr prächtigen Zug gehandelt haben musste. In den Wagen fanden die Soldaten zahlreiche verrostete Metallkisten, die ganz erstaunliche Schätze enthielten. Säcke voll Gold, perlenbesetzte Pokale, exotische Stoffe, ballenweise Seide. Donnerwetter, solche Mengen! Und dann ausgerechnet hier! Murmelte ein Infanterist vor sich hin. Mewe begriff rasch. Auch sie war mit einem solchen Prachtzug unterwegs gewesen, als sie ihr Elternhaus verlassen hatte, um zu heiraten. Der Rest der Geschichte war nicht schwer zu erraten. Eine Braut und ihr Gefolge hatten sich verirrt. Und Isgid war ihr Grab geworden, ohne dass jemand davon wusste. Das Irrlicht umkreiste Mewes Gefolge, blinkte ein paar Mal und erlosch dann. Der Zug setzte seinen Weg fort. Alles schien in Ordnung, bis man entdeckte, dass mehrere Infanteristen verschwunden waren. Ihre Gier war ihnen zum Verhängnis geworden. Ihre Beute war zu schwer gewesen. Der Sumpf hatte sie verschlungen.
Es gibt eine Zeit zum Ernten, zum Säen und zum Sterben. Ja? Ich hätte auf meine Alte hören sollen. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Bist du verrückt? Nicht schütteln! Ich kann nicht mehr. Das könnte jetzt wehtun. Ein Bolzen. Mehr brauche ich nicht. Je größer, desto leichter zu treffen. Das verlangt unser Kodex. Das Gute an Schleudern, sie sind leicht zu verstecken. Ich brauche ein Ziel.